Tja, das Thema Survival, auf jeden Fall ein riesiges Thema. Ein sehr wichtiger Suchbegriff für alle Outdoorer im YouTube-Bereich. Wenn man Survival eingibt, wird man bombardiert mit verschiedenen Videos. Es gibt Leute, die nennen sich selber sogar im Namen Survival, wie Survival Martin, Survival Deutschland, RS Survival. Es gibt unzählige. Und natürlich auch noch Leute, die einfach Survival-Videos machen. Wie zum Beispiel, wenn Fritz Meinecke eine Reuse baut, um damit Fische fangen zu können mit Naturmaterialien und, und. Das heißt, das Thema Survival ist natürlich allgegenwärtig, genauso wie das Thema Bushcraft. Die Themen hängen auch sehr eng miteinander zusammen im Endeffekt. Jetzt kann man immer wieder beobachten, dass bei Videos mit dem Thema Survival es die einen Kommentare gibt, die toll, was du da machst, das probiere ich auch mal aus, schönes Wissen, das du damit vermittelst. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist doch überhaupt nicht Survival, was für eine Albernheit, du benutzt doch nur das Wort Survival, um Zuschauer anzulocken. Diese Diskrepanz hat natürlich einen Hintergrund, weil das Wort Survival für jeden etwas anderes bedeutet. Wir können natürlich erstmal gucken, ob wir das Wort Survival irgendwie zusammen ein bisschen definiert kriegen. Schreib mir da gern auch mal deine Meinung zu in die Kommentare. Ich werde dazu auch noch einen Tick sagen später. Das Wort Survival heißt ja im Prinzip nichts anderes als Überleben. Und wenn man Überleben als Maßstab, als Wort hernimmt, dann ist Survival ja im Prinzip alles. Wenn ich ein Medikament nehme, weil mich Krebs sonst töten würde, dann ist das Survival. Oder wenn ich mir eine dicke Jacke kaufe von Jack Wolfskin, weil ich vielleicht wandern gehe, dann ist das Survival. Zumindest in der einfachsten und bedeutungslosesten, muss man auch ganz ehrlich sagen, Sinne dieses Wortes. Das heißt, dieses Wort ist herrlich undefiniert. Genau wie das Wort Bushcraft gibt es dafür keine genaue Definition, es gibt nur einen Eingrenzungsrahmen. Aber wenn das Wort Survival so oft benutzt wird und auch jeder anscheinend irgendeine Vorstellung davon hat, warum hat es denn dann keine einheilige Definition, womit solche Missverständnisse wie unter Videos passiert, nicht mehr vorkommen würden? Das liegt daran, dass man sich einfach nicht zusammen auf das Wort im Prinzip einigen kann. Wir können natürlich wieder die Stufen von Survival, wie bei anderen herrlich undefinierten Wörtern, auch zuweisen zu bestimmten Leuten. Die einen sehen das etwas enger, die anderen etwas offener. Das heißt, wenn es keinen einheitlichen Definitionsbegriff von was ist eigentlich Survival überhaupt gibt, dann muss jeder für sich selbst entscheiden, was er denn als Survival betrachtet. Ich werde das jetzt für mich kurz tun, damit wir wissen, worüber wir im Rest des Videos reden. Wenn du eine andere Definition hast oder etwas ergänzen möchtest, schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein. Für mich bedeutet Survival drei Dinge. Einmal Wissen, natürlich um bestimmte Fähigkeiten, wie ich bestimmte Naturmaterialien benutze, und um Ausrüstung. Zum zweiten Vorbereitung. Ich gehe nirgendwo hin, ohne mir vorher Gedanken gemacht zu haben, was denn dort passieren könnte. Und drittens, auch Ausrüstung ist ein Teil von Survival, denn mit Ausrüstung kann man sich vieles leichter machen. Das heißt, ein Video, was mir beibringt zu angeln, ist für mich ein Survival-Video. Ein Video, wo ich Techniken der Jagd sehe, ist für mich auch ein Survival-Video. Ein Video, wo ich sehe, wie jemand seine Tourenplanung macht und dabei überlegt, was denn so passieren könnte, ist für mich Survival. Und nicht zuletzt ein Ausrüstungsvideo über einen Gegenstand, der mir das Leben retten könnte in einer bestimmten Situation, ist auch im weit befassten Begriff ein Survival-Video. Es geht also immer darum, zu überleben im Endeffekt, und das kann sehr weit gefasst werden. Für manche ist dann aber wiederum Survival nur, wenn man eine sehr ausgefallene, schwierige Technik hat, mit der man vielleicht besonders Wasser aus dem Boden herausziehen kann, um in einem, ja, sagen wir, Tropengebiet zu überleben oder etwas Ähnliches. Wenn das also meine Definition von Survival ist, wo wende ich dann Survival überall an? Naja, praktisch immer. Im Großen und Ganzen immer, weil dieser Begriff halt so schwammig und herrlich undefiniert ist. Wann würde ich aber sagen, wende ich wirklich Survival an? Tue ich das bei einer 2-3 Stunden Wanderung hier im Wald? Nein, ich bin niemals hier im Wald wirklich lebensgefährdet. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, innerhalb eines Tages zurückzukommen. Natürlich kann es passieren, dass man sich ungünstig die Halsschlagader aufbohrt, weil man falsch fällt. Das ist aber sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Deshalb mache ich mir natürlich auf einen kleinen Spaziergang, paar Stunden, keine großen Survival-Gedanken. Wenn ich auf eine Bushcraft-Tour bin, mit und ohne Übernachtung, mache ich mir da Survival-Überlegungen? Auch nicht wirklich.
Weil im Endeffekt, ich komme schon immer irgendwie wieder nach Hause. Das ist ja nicht so, dass man weit entfernt von Zivilisation oder sonst irgendwas in der Richtung ist. Man macht sich natürlich Bequemlichkeitsgedanken, ne? Wenn ich nass werde vom Regen bei einer Buschkrafttour, dann sterbe ich nicht. Ich kann mir höchstens einen Schnupfen oder ähnliches holen oder eine Halsentzündung, aber sterben tue ich dabei nicht. Aber ich möchte natürlich den Komfort haben, nicht nass zu werden, dass mir nicht zu kalt wird auf Dauer. Wenn ich auf Mehrtageswandertouren gehe, wo ich auch viel Strecke mache, teilweise über Berge rüber etc. und länger draußen schlafe, ja, da fange ich das erste Mal wirklich an, mir über Survival-Gedanken zu machen. Das heißt, wie kann ich das Wetter abwehren, so dass ich nicht sterbe? Wie komme ich innerhalb, wenn ich zum Beispiel 6 Tage wandere, wieder an neues Wasser, weil ich kann ja nicht für die ganze Zeit das Wasser mitschleppen? All solche Gedanken mache ich mir natürlich. Welchen Poncho, also Ausrüstungsgegenstand, nehme ich mit, der mich am besten schützt? Survival-Ausrüstung also. Die Planung, wo kann ich Wasser holen, wo kann ich mir wieder was zu essen holen unterwegs? Vorplanung, Survival. Und natürlich das bestimmte Wissen darum, wie man den Körper schützt, wie man ihn am besten vor den Einflüssen der Umwelt beschützen kann, damit wir es eben schaffen, länger draußen zu bleiben. Dazu zählen natürlich so Grundwanderwissen einfach dazu, was dann auch Grund-Survival-Wissen für mich ist. Also zum Beispiel, was tue ich dagegen, zu nass zu werden? Was ist der Windchill-Effekt? Wie baue ich mein Zelt auf, damit ich nicht absaufe oder im schlimmsten Fall mir ein Ast auf den Kopf fällt? Und. Outdoor Basics, Survival Basics, in vielen Dingen ist das oftmals das gleiche oder zumindest anwendbar auf das eine sowie auf das andere Gebiet. Das ist also meine Definition von Survival und wo ich Survival sozusagen anwende. Jetzt kommen wir aber zu nochmal einem anderen Bereich der Diskussion, was bei vielen Menschen, wenn sie Kommentare im Internet schreiben, nicht bedacht wird, ist das Hineinversetzen in andere Personen. Denn das ist, was für mich Survival bedeutet und wo ich mir Gedanken über Survival mache. Und andere Menschen haben vielleicht andere Voraussetzungen, entweder höhere oder niedrigere als ich, und machen sich dann andere Gedanken und für die fängt Survival schon woanders an. Klassisches Beispiel von Wanderidioten, die wirklich in lebensgefährliche Situationen geraten, sind in Deutschland zum Beispiel im Harz. Dort wird dann im Winter mit teilweise Badelatschen losgewandert auf den Berg raus, aus dem Kurort auf den Berg rauf. Dann wird sich am besten noch verirrt, weil man will mal da links den Weg lang gehen, den anderen, als man vorgegangen ist. Und plötzlich steckt man in Schnee drin, hat sich verirrt und muss gerettet werden. Ihr lacht, ich auch, aber eigentlich ist es nicht zum Lachen, weil sowas passiert tatsächlich sogar gar nicht so unoft, muss man leider dazu sagen. Also es passiert sogar relativ oft. Die Leute müssen gerettet werden und für diese Leute wäre es also schon mal vorher ein Survival-Gedanke gut, also sich vorzubereiten, auf die Tour. Ich möchte es nicht Tour nennen, aber im Endeffekt ist es ja eine Tour, wenn sie da 2 Stunden um den Block wandern im Schnee, dass man da andere Schuhe anzieht. Survival-Aspekt, Outdoor-Ausrüstung. Ne? Und solche Themen haben wir wieder. Vorher planen, also sich darüber bewusst machen, was Schnee, der ungefähr bis zu den Knien hochgeht, mit einem anrichten kann. Zu wissen, dass man dann auskühlt, wenn man Wasser ständig am Körper dran hat und immer Neues nachkommt. Survival-Wissen. Das heißt, für die Menschen fängt Survival eigentlich schon früher an. Und dann gibt es natürlich Menschen, die machen noch viel, viel krassere Sachen, als ich mir das überhaupt nur vorstellen kann. Die gehen dann auf Himalaya rauf und zwar als nicht geführte Tour zum Beispiel, aber auch als geführte Tour ist es nicht so einfach, würde ich mal behaupten. Und die machen sich ganz andere Gedanken. Die machen sich nicht mehr Gedanken, nämlich den 600€ Super Survival Schuh, ne, die brauchen dann schon die heftigeren Sachen. Die richtig krassen Sachen, die müssen sich um Schneeschuhe Gedanken machen, wirklich, und so weiter und so fort. Ich weiß, manche von euch, die eher südlicher wohnen als ich, müssen sich auch Gedanken um Schnee machen und um Berge. Ich muss das nicht, weil mein höchster Berg hier in der Nähe ist 162 oder 161 Meter hoch. Das ist ein Berg. Theoretisch ist es ein Berg. Und Schnee habe ich, glaube ich, auch schon ewig nicht mehr wirklich gesehen. Außer natürlich bei meinem Wanderbesuchen im Harz. Da sehe ich dann natürlich schon mal Schnee. Und so sehen wir, dass das eine Perspektive ist, was denn Survival eigentlich ist. Für den einen fängt Survival schon da an, aufgrund seiner Vorqualifikation. Und für den anderen fängt Survival da erst an, aufgrund von seiner Vorqualifikation. So einfach ist das ganze Thema. Leider muss ich sagen, sind in Diskussionen im Internet oftmals das Hineinversetzen in den anderen, andere Positionen wahrnehmen und nachfühlen, was es bedeutet,
abhanden gekommen. Das heißt, jeder will immer nur der Coolste sein im Kommentarbereichen von YouTube oft und posaunt dann natürlich raus, wie toll er ist. Ja, aber so habt ihr eine kleine Definition an der Hand, die zumindest ich ganz logisch finde, wenn es um das Thema Survival geht. Und ich muss sagen, deshalb finde ich auch viel, was im Survival-Bereich stattfindet, albern, aber nicht die Videos, die dazu gemacht werden, sondern das, was dann da drunter steht. Also die Leute, die sich ein bisschen als, ja, ich möchte nicht sagen Besseres fühlen, aber die vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, warum schon einfachste Tipps wirklich etwas sein können, was interessant ist. Zum Beispiel habe ich letztens auf meinem Autoauslösungskanal ein Video über die BW Elefantenhaut rausgebracht und da hat jemand drunter geschrieben, völlig unnötiges Video, wer kennt denn nicht die BW Elefantenhaut? Naja, zum Beispiel ungefähr 10.000 Pfadfinder, die vielleicht noch nie bei der Armee waren und gerade erst wieder in das Hobby einsteigen und dann über solche Videos sich Tipps holen. Ne? Man vergisst oftmals die junge Generation, die nachkommt. Und so haben wir alle unterschiedliche Levels an Survival-Skills, möchte ich das sagen. Und dann sind natürlich auch die Videos unterschiedlich zu bewerten, perspektivisch. Survival ist ein schönes Thema. Ähnlich wie Bushcraft, ähnlich wie Trekking, Outdoor, das gehört ja auch alles irgendwie ein bisschen miteinander zusammen. Jeder macht das mehr oder weniger, wenn er das eine auch schon mal gemacht hat. Lass uns daran einfach zusammen Spaß haben. Und ich bin in dieser Situation auch ehrlich gesagt froh, dass ich nirgendwo lebe, wo ich mir wirklich extrem Gedanken um Survival-Aspekte machen muss. Weil ich kann zwar in den Wald gehen, ich kann auf Mehrtagestouren auf den Berg gehen, aber dann ist das Ganze geplant. Das heißt, ich setze mich dem freiwillig aus sportlichen, aus Natur, schön Gedanken. Und wenn das ganze Thema Survival ist, was ist denn dann überhaupt an Ausrüstung so das Wichtigste? Das ist ein kleines Ding, wo ich mal ein bisschen mit Leuten drüber diskutiert habe und ich fand da ganz interessant, weil ich ja so ziemlich der Einzige bin, der dieser Meinung war in den meisten Diskussionen. Und deshalb möchte ich euch heute verraten, was denn überhaupt mein wichtigster Survival-Ausrüstungsgegenstand ist. Tada! Also, nicht mehr ganz so schön, ne? Ist mir gerade runtergefallen, das Glas ist kaputt gegangen. Mal gucken, ob ich mir gleich ein neues hole, es war ein billiges. Egal, darum geht's gerade nicht. Das Handy, das Smartphone, ist für mich der wichtigste Survival-Gegenstand, den wir so haben. Und das hat seine Gründe. Schauen wir uns erstmal an, was so die meisten Situationen sind, wo in Deutschland Leute verunglücken oder ja wirklich sterben. Das hat meistens damit zu tun, dass sie irgendwo in den Bergen sind, sich überschätzt haben. Überschätzung ist oftmals ein großes Problem und dann keine Hilfe mehr holen können, weil vielleicht haben sie es vergessen. Sie hatten das Handy nicht mit oder sonst irgendwas. Und gerade passiert es sehr, sehr häufig, tatsächlich muss man sagen, dass, wenn die Leute dieses Handy mitnehmen, sie gerettet werden. Wie zum Beispiel von den Idioten, wo ich gerade erzählt hatte, die mit den Schlappen dann schön in den Harz hochgegangen sind, von ihrem Kurort aus in den Schnee. Das heißt, wäre das Handy nicht, würden diese ganzen Leute arge Probleme haben bis sterben. Jetzt kann man natürlich dazu sagen, das wäre natürliche Selektion. Ja, könnte man sagen, das wäre sehr gemein. Ich äußere mich jetzt dazu nicht, wie ich das so finde. Aber ja, schon. Also könnte man durchaus schon so argumentieren, zumindest in dem Bereich. Ne, wenn es um solche leichtfertigen Wanderer geht, die einfach nur Touris im Endeffekt sind. Ne? Touris als Beleidigung in dem Sinne gerade, dass man sich nicht so sehr darum kümmert, was denn vor Ort überhaupt ist und blauäugig an die Sache rangeht. Aber es gibt noch andere Bereiche. Keiner, der irgendwie auf den Himalaya hochsteigt oder der auf Mehrtagestouren geht, hat nicht irgendwo einer ein Kommunikationsgerät dabei. Was ich damit sagen will, ist, es ist immer eines vorhanden, wenn man auf Tagestouren mit Übernachtungen und so weiter geht. Ich kenne niemanden, der da gar kein Handy mitnimmt. Zum Beispiel, wenn man ja nach Schweden auf den Kungsleden fährt und so weiter und so fort, dann nimmt auch jeder zumindest ein Backup-Handy mit. Das heißt ja nicht, dass man Angry Birds damit spielen soll. Hallo Wind. Sondern, dass man im Endeffekt eine Kommunikationsmöglichkeit hat, mit der man irgendwo anrufen kann, um sich abholen zu lassen. Im Endeffekt gibt es natürlich Dutzende Gegenstände, die man als Survival-Gegenstände benutzen kann, die da auch durchaus Sinn machen. Ich meine, ein gutes Messer ist viel, viel wert. Denn immerhin kann ich mir damit ein Shelter bauen, wenn ich dann auch das Wissen und das Können darum habe. Aber ich kann auch einfach mit dem Handy einen Hubschrauber rufen.
Man kann natürlich auch einen Wasserfilter dabei haben. Dann kann man sich mehrere Tage lang mit Wasser versorgen, ohne große Probleme. Ich kann aber auch einfach einen Hubschrauber anrufen mit dem Handy. Und so weiter und so fort. Ihr merkt, da gibt es ein gewisses Schema. Natürlich ist es schöner, auch die Fähigkeiten zu haben, sich selbst surviven zu können, also selber überleben zu können. Das will ich damit gar nicht sagen, dass man nur das Handy haben sollte, sondern das Handy ist der wichtigste Gegenstand. Und dazu suchen wir uns jetzt noch andere Survival-Gegenstände aus, von denen wir wissen, wie wir sie benutzen können, dass wir ein gewisses Wissen uns aneignen, wie wir zum Beispiel angeln können, Wasser aufbereiten können, dass wir uns vor Wind, Regen, Wind vor allen Dingen gerade schützen können mit einem Shelter und ähnliches und anderes Outdoor-Wissen, was einfach grundlegendes Wissen ist, um uns zu schützen vor der unbarmherzigen Natur. Denn das Handy ist zwar ja der wichtigste Survival-Gegenstand, den ich bei jeder Tour irgendwie dabei habe, es ist aber nicht mein liebster Survival-Gegenstand. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, mein liebster Survival-Gegenstand ist meistens ja entweder ein Poncho und oder ein Messer. Meistens eher ein Poncho, weil ein guter, großer Poncho ist sehr, sehr viel wert, sich schützen zu können vor Regen, vor Wind etc., bevor man auskühlt. Findest du denn auch, dass das Handy der wichtigste Survival-Gegenstand ist? Ich kann mir vorstellen, dass du da vielleicht auch andere Vorstellungen hast als ich. Auf jeden Fall würde ich mich freuen zu erfahren, was denn dein liebster Survival-Ausrüstungsgegenstand ist, wo es ja natürlich auch weniger um Logik als natürlich ein bisschen ums Herzen geht. Ich hoffe, das kleine Video zum Thema Survival hat dir gefallen. Mal wieder ein kleines Quatschvideo. Hier links und rechts oben findest du weitere Outdoor-Videos. Vielleicht ja auch ein kleines Survival-Video. Einfach mal reinschauen. Hier unten kannst du mich abonnieren auf dem kleinen Button, wenn du das möchtest. Oder meinen Outdoor-Ausrüstungskanal. Und unten in der Videobeschreibung findest du alle Links, die du brauchst. Wenn nicht, dann stell einfach die Frage in den Kommentaren. Dann kann ich darauf antworten. Ich sag dann mal bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.